Hallo zu einem neuen Let's View über Resident Evil. Ich habe hier fünf japanische Resident Evil Bücher liegen, die aus meiner Sammlung, die ich mit euch genauer anschauen möchte. Ich kann kein Japanisch, deswegen kann ich nur das kommentieren, was ich sehe. Und ich habe hier Biohazard DVD Book The Catalysis. Und das beschäftigt sich mit allen, nicht allen, aber es beschäftigt sich mit Biohazard Zero. Biohazard ist klassisch, also das Resident Evil 1, Resident Evil Zero, das Resident Evil 2, Resident Evil 3 und Code Veronica. Die Remakes gab es zu diesem Zeitpunkt noch nicht, von Teil 2 und 3. Deswegen ist nur das Remake von Teil 1 dabei. Ja, und das schauen wir uns jetzt genau an. Hier haben wir jetzt das Biohazard DVD-Book The Catalysis oder Catalyst. Wir haben hier schön die Charaktere drauf. Jill, Chris, Albert Wesker, Rebecca Chambers, Barry Burton und den Zombie, der natürlich hinterher hängt. So, dann schauen wir uns mal dieses Resident Evil DVD-Book an. Auch hier wieder so ein schöner Umschlag. Hier haben wir nur so ein Logo, so ein Biohazard-Logo. Also, so, dann mal wieder drum. Und jetzt versuche ich das zu halten, ohne dass es so viel spiegelt. Ich versuche ja, das trotzdem eben halt, dass es gut rüberkommt. Aber es ist Hochglanz, das spiegelt wie immer. So, hier haben wir das Logo Biohazard, DVD-Book wieder. Erste Seite, ja. Ein Dia mit Viren und dann, ja, Japanisch, was ich jetzt nicht lesen kann. Also müssen die Bilder für sich sprechen. Da werden bestimmte Erklärungen sein, obwohl es ganz witzig gemacht, wie so ausgeschnittene Buchstaben. So, ich versuche richtig zu blättern, weil das und so. Da haben wir ja auch gleich Rebecca Chambers. Richtig tolle Aufnahmen von dem, oder in dem Sinne CGs. Sind natürlich teilweise bekannt für den Fan, aber auch richtig schön, die in so einem Artbook sozusagen mitzusehen. So, weiter geht es. Nächste Seite, Billy Cohen, auch hier mit eins seiner Kostüme. Kann man gut sehen, hoffe ich, ja. Hier haben wir von Resident Evil Zero auch zwei coole Action-Artworks. Gar nicht so einfach. Na, geht doch um. So viel kann man auch nicht dazu sagen sonst, aber so, hier haben wir weiter. Das Bild des Proto-Tyrant. James Marcus. Den Mimikry Marcus, also dem man auch begegnet im Spiel. Ist mir damals gar nicht so sehr aufgefallen, dass dieses, ja, dieser, ja, Monster eben halt Abbild von dem Marcus ist, wobei er ja eben mit langen Haaren agierte und erst halt die kurzen Haare, wie auch in teilweise zu sehen war. Ja, man lernt nie aus. So, weiter geht es. So, hier zum nächsten Spiel. Hier wird wahrscheinlich jetzt auch kurz gesagt, welches Spiel. Und jetzt müsste ja der klassische Teil kommen. Haben wir auch hier. Fangen wir gleich mit Albert Wesker an. Coole Pose. Nochmal eine coole Pose. Ich versuche das mal andersrum zu machen. Ich werde mal versuchen. William Birkin. Auch nochmal so ein Dia. Und hier sehen wir schon das Herrenhaus. Ich muss aufpassen. Die letzte Seite ist nämlich aus Pappe. Dann ist es schwerer zu blättern. Ja, und hier haben wir Joe Valentine. Unterschiedliche Artworks, auch zu unterschiedlichen Zeiten. Das ist jetzt hier zum Remake. Und hier haben wir eine der Grafiken, die zu Resident Evil 3, also Last Escape oder Nemesis, rauskam. Chris Redfield darf auch nicht fehlen. So, viel kann man jetzt über die Figuren gar nicht wirklich sagen. Hier haben wir auch eins der Monsters. Ich kann jetzt gerade nicht erkennen, welches das ist.
was im Dia ist, aber ich habe eine Seite überblättert. Ihr seht hier, sind sehr dick. So, da haben wir nochmal Jill Valentine und Chris und Barry Burton. Auch schöne Bilder. Hier kann man ja auch sehen, gut, dass sie die Figur nach der Schauspielerin Julia Voigt vom Gesicht her designt wurde. So, hier ist nicht viel zu sehen. So, hier haben wir Nikolai und Mikael aus Resident Evil 3. Carlos Oliveira oder Vera. Nemesis T-Type. Auch ein cooles Bild, wie er so da steht. Die Karte von Raccoon City. Noch eine Nachricht oder ein Dialog, Auszug könnte das sein. Und hier haben wir eine coole Claire Redfield aus Resident Evil 2 und Code Veronica. Leon S. Kennedy. Ja, vom Remake ist immer noch weit entfernt. Denn es war zu dem Zeitpunkt gerade in der Vorbereitung oder gerade im Release kurz davor Resident Evil 4. Dazu komme ich gleich nochmal. So, hier haben wir auch Claire und Leon. Ada. Ja, ist zwar tough, aber in Resident Evil 4 haben sie ja noch ein bisschen mehr gegeben. Ein bisschen mehr Coolness. Jerry Birkin. Hier haben wir auch nochmal ein kleines Tier. Gut, cool gemacht irgendwo. Ich finde die Idee nicht schlecht. So, dann haben wir hier nochmal Steve Burnside, die Ashford-Zwillinge, Alexia und Alfred. So schön in den Bilderrahmen. Sieht echt cool aus. Ja, und Zombies dürfen auch nicht fehlen. Ja. Und dann haben wir hier Informationen über diese DVD, die da drauf ist. Ganz einfach, es ist eine DVD mit Informationen, also ihr könnt hier sehen, es sind in vier Parts aufgeteilt, diese Catalyst-DVD. Die Story, da sind Zusammenfassungen, ein bisschen mit Text, aber auch viel mit Videosequenzen der einzelnen Spiele. Das geht von Biohazard Zero, also Resident Evil Zero, den klassischen Resident Evil, Resident Evil 2, Resident Evil 3, hier ist es noch, steht noch The Last Escape, der japanische Titel, und Resident Evil Code Veronica. Die ganze Geschichte wird zusammengefasst. Dann gibt es eben halt Charaktere, da sind kurze Videosequenzen zu den Figuren, da wird nicht viel gesagt, das ist alles mit Musik untermalt, da lediglich der Name ist eingeblendet, das sind alles Szenen aus den Spielen. Und ja, dann gibt es hier Chronologie, das ist so eine kleine Zeitreise. Ihr könnt hier so Zeichnungen sehen, die eben halt Jahreszahlen der Ereignisse, so gewisse wichtige Ereignisse hervorheben. Genau. So, und dann haben wir hier noch einen Punkt Trailer und da sind alle Spieletrailer drin vom klassischen Resident Evil, also von der Director's Cut Version, der Urversion bis zum Remake. Dann eben halt auch Resident Evil 2, 3 und interessanterweise kein Trailer von Code Veronica, dafür aber von Resident Evil 4. Da ist gerade die GameCube-Fassung rausgekommen. Ja. Und dann haben wir nur noch eine Seite. Hier sind ja die Macher aufgelistet. Und dann haben wir hier Pappseiten. Und hier, ich gucke gerade, das sieht aus wie so ein Poster. Mal sehen, ist das ein Poster? Ne, ist nur eine dicke Pappe. Das ist alles. So, hier hinten seht ihr unter die CD, also die DVD. Wollen wir mal gucken, ob hier auf dem Umschlag irgendwas ist. Nö, hier ist auch nur das Motiv. Aber ihr seht, was hier gerade passiert. Das Ding hat sich gelöst. Ja, der Kleber ist ja locker geworden. Ihr könnt sehen, hier unter der Disc ist ein Zombie. Put the disc back. Ja, ich packe die Disc natürlich zurück. Und ihr seht also hier, das ist absolut trocken. Der Kleber, das ist so eine Gummikleber, haben sich gelöst. Ich werde es nicht neu raufkleben, das könnte noch zusätzlichen Schaden anrichten. Deswegen mache ich das jetzt nur so zusammenpacken. Hier sehen wir noch die Rückseite, wo nochmal alle Titel aufgelistet sind und die wichtigsten Charaktere.
ja, das war der Let's View dieses Buches Biohazard DVD Book The Catalysis. Das soll es mit dem Resident Evil Let's View gewesen sein. Schaut euch auch die anderen Let's Views dieser Bücher an. Ansonsten freue ich mich über ein Like, ein Kommentar und ja, Abo auch natürlich. Aber vor allem den Kommentar. Sagt mir, was ihr von den Büchern haltet. Was hat euch gefallen? Welches war euer Highlight? Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal.